Dieses Video ist ein Zuschauerwunsch und wir wurden gefragt, ob wir mal zeigen könnten, wie eine Super Vectoring-Karte eingebaut wird, und diesem Wunsch kommen wir heute nach. Dazu bin ich heute verabredet mit Jan in der Vermittlungsstelle der Telekom in Hilden und ich werde ihm heute assistieren beim Einbau einer solchen Super Vectoring-Karte. Was ist Vectoring? Der Vectoring-Ausbau geht einher mit dem Glasfaserausbau. Der Vectoring kann nur dort eingesetzt werden, wo auch eine Glasfaser bis zum Verteiler am Straßenrand liegt. Das Vectoring selber dann gleicht die Differenzen auf der Leitung zum Kunden hin aus und dadurch gewinnt man Bandbreite, die man zur Datenübertragung nutzen kann. Was ist der Unterschied zwischen Vectoring und Super-Vectoring? Bei Vectoring hat man die Möglichkeit, gleichzeitig Up- und Download zu nutzen, sprich 100 Megabit Download und 40 Megabit Upload. Mit Super Vectoring erreicht man dann noch Bandbreiten Download bis zu 250 Megabit. Eine Bandbreite, die man nicht teilen muss über ein Kabel zum Beispiel. Wie funktioniert Super Vectoring? Also wie kommen diese hohen Geschwindigkeiten zustande? Indem man einfach gesagt, den Frequenzbereich mit Datenübertragung verdoppelt. VDSL Vectoring nutzt die Frequenzbandbreite bis 17 MHz und Super Vectoring bis 35 MHz. Wo kommt Super Vectoring zum Einsatz bei der Telekom? Super Vectoring kommt überall dort zum Einsatz, wo wir die Verteiler am Straßenrand mit Glasfaser versorgen oder bereits versorgt haben. Wir machen das heute mal wie echte YouTuber. Wir machen ein Unboxing einer Super Vectoring-Karte. Wem das zu lang dauert, der kann zu diesem Timecode hier selbst hinspringen. Dort beginnt dann das Einbauen der Karte. Das erste Unboxing einer Super Vectoring-Karte im Video. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich bin sehr gespannt. Wir fangen mit der Verpackung an. Electrostatic Sensitive Device. Das heißt? Aus diesem Grund musst du dich gleich hier mit diesem Elektrostatikband ans Handgelenk. Okay, was haben wir noch hier? Ganz normale Verpackung. Ja, die Beschreibung der Karte, dass es in dem Fall eine Super Vectoring-Karte ist. Das sieht man ja Bezeichnung und sonst relativ unspektakulär, der Karton. Sehr gut. Dann machen wir mal auf, ja? Aber bitte vorher das Antistatikband einlegen. Jawohl, sehr gerne. Antistatikband. Aufmachen? Ja. Das ist wie Weihnachten und Ostern zusammen. Also hier haben wir eine Matte, eine Schaummatte. Genau. Und das ist die Super Vectoring-Karte. Was sehen wir hier? Ja, einmal die Schaltkreise und die Prozessoren. Auf der Rückseite die Anschaltung zur Backplane. Wenn wir die Karte in den M-Sand stecken, hier vorne der Bereich wird die Spannungsversorgung sein. Das da? Wenn du die Karte jetzt ein Stück raushebst, dann können wir uns... Darf ich die rausheben, ja, ohne dass sie jetzt explodiert? Nicht, dass sie explodiert. Hier sehen wir einmal die Anschaltung zum Rangierfeld, wo ja letztendlich die Kunden angeschaltet werden, die auf diese Karte kommen. Und hier vorne die beiden Uplink-Ports, die dann zur Prozessorkarte geht, die den Vectoring-Prozess berechnet. Und dafür brauchen wir nachher auch diese beiden Kabel zum Verbinden. Sind die mit dem Lieferumfang enthalten? Die gehören mit zur Karte. Die werden als Planungseinheit mitbestellt. Und das muss ich nachher zusammenstecken? Das musst du nachher zusammenstecken, genau. Okay. Was haben wir hier auf der Rückseite? Das ist halt die Lötseite. Da werden halt die Bauteile befestigt. Und das sind die 48 Kunden, die hier auf diese Karte draufpassen, sind diese Schaltkreise hier. Genau, die kann man abzählen, dann kommt man halt auf 48 Kunden. 4
mal 8, geteilt durch 2 wahrscheinlich, ne? 2 gehören immer zusammen. Also 2 zusammen, 8, 16, 24, 32, 40, 48. Genau. Und hier drunter sind die Prozessoren, oder was? Genau, da sind Prozessoren drunter. Okay, ich hab's verstanden, Jan. Ja, okay, wenn du möchtest, Georg, dann können wir jetzt los und die Karte einbauen. Pack die Sachen ein, wir brauchen Schraubendreher und die Karte natürlich. Schraubendreher, sehr gut, okay. Und was mache ich hiermit? Das nehmen wir mit. Darf ich abnehmen wieder? Das darfst du jetzt ruhig wieder abnehmen. Sehr gut, sonst schleife ich das bis zum MFG hinter mir her. Alles klar. Ich stehe jetzt hier vor dem EMSA. Hier, das ist der Slot, wo gleich die Karte reinkommt. Ja. Hier ist auch schon das Rangierkabel vorbereitet, das zum Rangierfeld geht und letztendlich am Sekunden angeschaltet werden. Dann würde ich dich bitten, gleich dann Erdungsband anzulegen, Karte auszupacken, Leerblende rauszuschrauben. Womit fange ich an? Leerblende. Am besten, Leerblende zu entfernen. Also hier, da, hier kommt sie rein, oder? Genau. Dann ist das Kabel weg hier. So. Ja, da kommt sie schon, die kleine Leerblende. Gehäuse erben, am besten hier unter der Leiste. Hier mit dieser Krokodilklemme, ne? Genau. Krokodilklemme haben wir gelernt im Physikunterricht. So. Vorsicht, die Karte erstmal in die Führungsschiene legen, bitte. Liegt in der Führungsschiene? Und dann langsam stopp. Hier noch diese Riegel vor. Genau. Und jetzt durchschieben. Und dann genau den Riegeln einrasten lassen. Ziehst du das fest oder machst du es einfach so, dass es an. Genau, das reicht. Ich als nächstes das Kabel bitte aufstecken. Ist jetzt ein bisschen knifflig. Da genau. Dann gleich bitte den VL1-Port der Super-Vectoring-Karte bitte mit dem VL3-Port dieser Prozessorkarte verbinden und den VL2-Port bitte mit dem VL4-Port verbinden. Hörbar einrasten lassen. Wie kommt es denn, dass die jetzt sofort sozusagen sich anmeldet? Ja, ein Kollege von uns hat im Vorfeld schon die Karte über eine Software ans Gerät angemeldet. Das heißt, dass diese Karte jetzt in dieses Gerät an diesem Standort hier. Genau, das ist vorbereitet worden und somit ist es für uns einfach die Karte einschieben und die Karte meldet sich. Jan, warum bauen wir denn jetzt hier so eine Karte ein, an diesem Standort in Hilden? Wir standen im Porterweiterung an. Da die Kundennachfragen unserer Produkte sehr hoch waren in diesem Gebiet, und durch die neue Karte können wir halt unseren Kunden wieder neue Ports anbieten. Jetzt haben wir die Super Vectoring-Karte hier eingebaut. Das heißt für die Leute hier in der Umgebung, sie können jetzt Vectoring machen. Warum nicht gleich Super Vectoring? Wie geht es da weiter bei der Telekom? Ja, Super Vectoring wird ab der zweiten Jahreshälfte 2018 eingesetzt. Bis dahin haben wir schon mal die Hardware eingebaut und können somit unseren Kunden erstklassiges, bis zu 100 Megabit stabiles VDSL-Vectoring anbieten. Die Hardware ist ja jetzt da für Super Vectoring. Unsere Experten qualifizieren zurzeit die Software für die 250 Megabit für Super Vectoring im Labor. Wir benötigen keine neue Hardware, es gibt keine Kundenbeeinflussung mehr, man benötigt keinen Technikeinsatz mehr vor Ort, da wir uns um alles gekümmert haben. Wir legen einfach den Schalter um und Super Vectoring kann hier in Hilden starten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann nutzt die Kommentarspalte unterhalb. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert einfach diesen Kanal. Ciao!